Herr Mirschke, warum benötigen Krankenhäuser Videokonferenztechnologie? Die Anforderungen an ein modernes Krankenhaus heute im Bereich der Effizienzsteigerung, in dem ganzen Prozessverbesserungen sind so hoch, dass wir auf moderne Kommunikationslösungen, wie eben diese High-End-Videoconferencing-Lösungen zurückgreifen können und müssen. Das geht davon aus, dass wir sowohl die ganzen technischen Geräte, die im High-End-Bereich da sind, dass die zur Verfügung stehen müssen und auch die Reichweite dieser Geräte vergrößert werden muss, als auch natürlich das ganze Expertenwissen, was ein modernes Krankenhaus heute hat und haben muss, dass das auf einen wesentlich größeren Kreis von Patienten ausgeweitet werden muss. Welche Infrastruktur ist nötig? Als Basis für eine High-End-Videoconferencing-Lösung ist eine architekturgebundene Cisco-Plattform, die komplett managebar sein muss, die alle Aspekte der Sicherheit natürlich zur Verfügung stellen muss, aber die auch flexibel sein muss, um wirklich den neuen Anforderungen gerecht zu werden und die weiter ausbaufähig ist, um eben immer weiter die Anforderungen an in diesem Bereich Videoconferencing-Lösungen zur Verfügung zu stellen. Was kann man aus Referenzprojekten ablesen? Es gibt eine offizielle EU-Studie, die zeigt, dass Verbesserungen im Bereich der Patientenzufriedenheit da ist. Das ist anhand eines Hospitals oder eines Krankenhauses gemacht worden, was Basis hatte, eine komplette Cisco-Infrastruktur. Und man hat dort gesehen, dass die Patientenzufriedenheit um über 10% gestiegen ist, die Wartezeiten sich zwischen 30% und 40% reduziert haben und die effiziente Auslastung des Krankenhauses dramatisch angestiegen ist. Frau Willems, bitte beschreiben Sie uns das neue mobile Gerät von Cisco. Ja, der Cisco CIOS oder CIOS wird ab Mai verfügbar sein. Wir haben damit ein mobiles Device geschaffen, was allen Anforderungen für eine Enterprise-IT-Architektur entsprechend denen Rechnung trägt. Und vor allen Dingen hier auch Augenmerk darauf gelegt, dass es ein möglichst kleines Device ist, was wir für eine mobile Visite im Krankenhaus sehr optimal einsetzen können, mit entsprechender Kameraverfügbarkeit. Der entscheidende Punkt und der große Unterschied auch zu anderen Produkten ist, dass wir einen Einsatz möglich machen unter absoluten Gegebenheiten einer Sicherheitsarchitektur, das heißt ein reines Enterprise-Device wirklich zur Verfügung stellen mit Android-Plattform und wir hier die Möglichkeit haben, Applikationen aus dem Medizinumfeld auf das Device zu bringen und vor allen Dingen auch eben allen Standards gerecht zu werden, die wir in dem Markt vorfinden.